Der nächste Tag in Solingen. Vor 2 Monaten hat hier der Burgerteufel eröffnet. Ohne Gastroerfahrung wagte Chef Christoph den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Folge, das Lokal steht schon jetzt vor dem Aus. Der Test hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich gastronomisch auf jeden Fall noch viel zu lernen habe, keine Frage, da mir da einfach noch die Stressbelastung fehlt. Das gestrige Testessen, das ist buchstäblich ins Wasser gefallen und es regnet immer noch, schlechte Stimmung. Christoph muss sich im Klaren sein, dass er hier in seinem Restaurant bei Null neu beginnen muss. Und darüber reden wir jetzt. Christoph, moin. Moin. Hi. Na? Wie geht's dir? Ziemlich kaputt. Glaube ich dir. Das, was wir gestern erlebt haben, haben wir erlebt. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Das ist richtig. Ich kann mir Fehler anhören, die ich mache, keine Frage, kein Problem. Ich versuche das für mich auch dann aufzuarbeiten, wie weit das zutrifft. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht beratungsresistent. Geht's dir nicht gut? Ich bin nicht hundertprozentig fit heute. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Ich bin direkt von hier um 22 Uhr dann mal kurz ein bisschen zur Ruhe gekommen, aber auch nicht wirklich. Direkt in eine Backstube und von Backstube dann direkt hierher. Ja. Lass uns mal darüber reden. Die Testesser konnten dich nicht bewerten. Von daher hast du 0 Punkte bekommen von möglichen 50. War stressig für dich gestern? Keine Frage, war auf jeden Fall Stress pur. 20 Kunden auf einmal schaffe ich einfach noch nicht. Ja, genau. Du hast es nicht gelernt. Das ist richtig. Ist einfach so. Und das kann dir dein Vater auch nicht beibringen. Man kann nicht sagen, ich miete einen Laden, schließe ihn auf und bin Gastronom. Aber eigentlich habe ich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und das und nur das ist dein Problem. Ich dachte, dass ich es besser kann. Hat nicht funktioniert, leider. Setz dich mal hin. Du bist jetzt der Testesser. Hallo, schönen guten Tag. Ich weiß, Sie haben draußen gewartet und sind eigentlich jetzt zum Essen mit mir verabredet. Aber ich habe noch ein bisschen Stress. Ich mache mal ein bisschen Brot oder ich bringe Ihnen noch ein Getränk. Und dann haben wir noch eine kleine Wartezeit. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Dankeschön. Bis gleich. Umgang, Kommunikation. Ja gut, unsere Servicekraft war ja gestern auch nicht hier, die normale. Ja gut, aber dann gehst du einfach raus und machst eine Ansage. Liebe Gäste, das ist für mich ein besonderer Moment. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen überfallen worden. Kein Problem, freue mich, dass Sie da sind. Geben Sie mir noch 15 Minuten länger und dann bekommen Sie die besten Burger der Stadt. Steh mal auf. Wenn du sagst, ich habe das Timing nicht, um 20 verschiedene Essen gleichzeitig zu produzieren, musst du es lernen. Das ist richtig. Die Ablaufmethodik. Wie kann ich viele Hamburger produzieren in einer gewissen Ablaufmethodik? Klack, 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 Brötchen fertig, ba, 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 raus. Ja. Verstehst du? Da, dieses Tanzen in der Küche. Ich glaube, dass du sehr leidenschaftlich bist. Und ich glaube auch, dass du richtig willst. Das glaube ich dir alles. Übrigens, deine Brötchen waren mega. Danke. Weil du es gelernt hast. Das bist du. Aber kein Gastronom. Wir müssen hier bei Null anfangen. Okay. Ich muss dir erklären, wie der Job läuft, wie man das macht. Gastro-Umgang. Es ist jetzt noch nicht zu spät für dich. Möchtest du das? Ich möchte den Laden auf jeden Fall nicht aufgeben.
dafür habe ich jetzt zu viel A rein investiert und B ist das mein Traum. Und den möchte ich auch weiterleben. Okay. Klare Abläufe müssen her. Die Zahl der Burger wird reduziert. Qualität statt Quantität ist die Devise. Dafür bekommt Christoph intensives Kochcoaching mit dem Sternekoch. Zudem braucht er eine zuverlässige Servicekraft und ein sicheres Auftreten als Chef. Ich habe etwas vorbereitet. Okay. Okay, dann komm. Schritt 1, Ordnung und Struktur statt Küchenchaos. Was meinst du denn, was wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee. Gut. Ich habe hier Kollegen, die betreiben hier ein wirklich sehr gutes Burger-Restaurant. Okay. Und die besuchen wir jetzt. Okay. Was meinst du, warum ich mit dir hin war? Ich denke mal, dass ich definitiv was lernen kann, schätze ich mal. Mhm. Und die Abläufe mir auch noch mal angucken kann, genau. Mhm. Wo sind die Burger? Das Burger-Restaurant liegt in einem Einkaufszentrum in Langenfeld. Das ist Dimitri, Kumpel von mir. Der betreibt hier den besten Burgerladen in der gesamten Gegend. Ja, der wird uns mal zeigen, warum er so einen geilen Laden hat. Ich denke mal, wir legen mal ab und dann fangen wir mal an, okay? Dimitris Burger Bar bietet eine kleine, aber feine Auswahl an Burgern und Salaten. Qualität wird hier groß geschrieben. Wie lange machst du das jetzt hier schon? Hier sind wir seit Anfang des Jahres. Insgesamt betreibe ich 23 Jahre Gastronomie, also beziehungsweise bin ich in den Job drin und seit 7 Jahren bin ich selbstständig. Okay. Und wo kaufst du ein? Bei dem Fleisch ist das so, dass wir einen regionalen Metzger, von einem regionalen Metzger, das ist Biofleisch, mhm. ja, beziehen. Die Brötchen werden von einem Bäcker, regional auch, täglich frisch zubereitet. Ja, der Christoph, der backt seine Brötchen sogar selbst. Sehr gut. Ja, das ist mega. Die haben mega geschmeckt. Ich sehe gerade Altbierzwiebeln. Das ist halt eine Idee, die wir jetzt letzte Woche angefangen haben und ist auch sehr, sehr gut angekommen. Ich würde sagen, ihr beide fangt jetzt mal an, ein paar Burger zu machen. Ich habe Hunger. Okay. Die Patties für den Burger 3 Käse hoch bestehen natürlich aus frischem Bio-Rinderhack. Die Bäckerbrötchen werden in einem speziellen Bun-Toaster erwärmt. Der Mozzarella wird neben dem Fleisch gegrillt. Machst du die immer Medium oder? Nein, gesetzlich sind wir dazu verpflichtet, ja, das Fleisch durchzubraten. Natürlich gehen wir auch auf Wünsche des Gastes ein. Wenn der Gast jetzt sagt, ich möchte es aber unbedingt Medium haben, dann machen wir das auch. Jetzt kommen Gouda und Cheddar unter die Käseglocke. So schnell entsteht die Basis für den perfekten Burger. Oh, guck mal. Und dann wird natürlich noch der Mozzarella drüber gelegt. Du bist ja ein Schmierlappe, Mann. Das ist ja so geil, ey. Somit habe ich diesen Prozess abgeschlossen, ja, bis zum Aufbau des Burgers. Ja, kann in der Zeit sauber machen, wenn viel zu tun ist, sehr wichtig. Sehr gut. Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Hast du das gesehen, was es bedeutet, der Sache eine Ablaufprozedur zu geben? Für mich ist das wichtig, das so zu garantieren, wenn ich wenig und viel zu tun habe, das Ganze so eingespielt ist, dass ich dann dementsprechend auch die Masse raushauen kann. Auch der Aufbau des Burgers folgt klaren Ablaufregeln. Und ist echte Präzisionsarbeit. So, und jetzt muss ich ja auch mal ganz kurz hier, ne? Dimitri, wie müssen Zwiebeln geschnitten werden? Wir haben uns festgelegt auf 3 mm. Ja, guck mal, selbst das hat er ausgemessen. Okay. Was fällt dir als erstes auf? Das stimmt, das Komplettpaket vom Burger. 1000 Burger und du weißt, wie es geht. Und was ist Christophs Fazit? Der Besuch hier war sehr aufschlussreich für mich. Hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Und ich werde jetzt gucken, was ich für meinen Laden umsetzen kann. Was ist mit deiner Backgeschichte da, mit deinem Job morgens? Hast du da eigentlich schon mal mit deinem Chef gesprochen? Nee. Das Arbeitsverhältnis momentan ist sowieso recht schwierig mit ihm. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja, aber sprechen musst du mit ihm. Ich weiß. Ich biete dir an, mitzukommen. Das wäre doch mal was, ha? Nicht Brötchen backen sehen, da hab ich doch richtig Bock drauf. Ha?
Ich werde meinem Chef auf jeden Fall reinen Wein einschenken jetzt, weil entweder er schmeißt mich dann raus oder er akzeptiert es.